Ein wunderschönes Hallo und willkommen bei Destiny wieder, wo wir jetzt auf dem Mond angekommen sind. Die erste Mission steht uns bevor. Auf der Erde hatten wir ja den ersten Strike, beziehungsweise den letzten, da gibt's nur einen. Den hatten wir abgeschlossen und das war das letzte von der Erde aus Altrussland. Und jetzt sind wir auf dem Mond angekommen, die erste Story-Mission da. Und dann legen wir mal los. Jo. Jetzt müssen wir zum lieben Mond fliegen. Wir haben den Mond aufgegeben, um die Schar von der Erde fernzuhalten. Wir hofften, das würde genügen. Das ging flott. Der Mond ist ja auch nicht so weit weg. Früher habe ich des Nachts oft hier hochgeblickt und mich gefragt, was die Schar wohl so macht. Aber ich habe immer nur verschwommene Signale empfangen, als wären sie blockiert oder vergraben. Ein Hüter kam hierher, um sich einen Weg in die Scharfestung zu bauen. Aber er verschwand einfach. Folgen wir seiner Spur. Seine letzten bekannten Koordinaten führen nach da vorne. Da ist die Erde. Und sie dreht sich sogar. Sehr schön. Und der Mond sieht doch ganz nett aus. So stellt man sich doch den Mond vor. Der Mond war ja in der Beta nur ganz kurz verfügbar. Vielleicht eine Stunde oder so. Ich konnte es nur einmal spielen. Und ja, jetzt laufen wir so auf dem Mond rum. Der letzte Bericht des Hüters besagt, dass er den alten Beschleuniger hier von einem unbekannten Gefallenenhaus an sich genommen hat. Aha. Keine Feinde hier? Sehr merkwürdig. Auf jeden Fall müssen wir darin. Teile dieser Ausrüstung wurden erst kürzlich benutzt. Gefallene reaktivieren keine alten Systeme, aber vielleicht der Geist des Hüters. Aha. Geist des Hüters. Okay. Setzen wir mal unseren Geist daran. Ui. Das war vielleicht zu gut gemeint. Asiatisch. Okay, er suchte nach den Überresten einer alten Koloniebasis. Nicht weit von hier. Vielleicht ist er noch dort. Gefallene. Wir werden gejagt. Wir werden gejagt. Na geil. What? Wir sind ja schnell da. Weh. Geh du! Weg. Ich hab den Mega-Punch drauf. Mal sehen, ob wir auf dem Mond auch alle goldenen Kisten finden. Auf der Erde habe ich ja alle gefunden und auch ein extra Gameplay-Video so gemacht für alle Kisten für Altrussland. Das werde ich auf dem Mond auch machen, aber erst wenn ich ihn durchgespielt habe. Ja, ihr seid in der Mehrzahl. Aber bald nicht mehr. Will er sich... Oh. Sind doch ein paar. Und ein dicker Fetter rennt da auch rum. Ein Captain, glaube ich, ist das. Mit den Captains muss man vorsichtig umgehen, die sind eklig. Oder sie verlieren sofort ihr Kopf. Gut. Sie kommen schon wieder. Es schießt auf mich. Wollte meine Granate werfen, aber die ist nicht bereit.
Mega Punch. Was ist denn? Was ist denn das für ein Geräusch? Hä? Ja. Du hast ein böses Auge. Nehm das! Okay, böses Auge weg. Aber böser Captain da. Hä? Und er ist tot. Der wollte mich von hinten aufschlitzen, der Wichser. So nicht. Und jetzt? Jetzt kannst du deinen Sparrow nehmen. Wir sind verbunden. Ja, gut. Jetzt kann ich Auto fahren. Die Basis, nach der er gesucht hat, müsste auf der anderen Seite des Bergkamms sein. Wenn sie noch steht. So. Mal sehen, was wir hier auf dem Mond noch finden. Oh, fuck. Gegner haben Fahrzeuge auf dem Mond. Und die sind nicht von schlechten Eltern. Die teilen Jan schon aus. Und natürlich immer wieder nach Kisten Ausschau halten. Truhen. Und, hui. Hui. Fuck. Hatte den runtergeschossen. Ei. Ah. Die sind erstmal doof. Ich wollte sie runterschießen, aber hat nicht so geklappt. So, die heißen, ich glaube Moskitos heißen die Fahrzeuge. Die gibt es sogar im PvP, also Multiplayer. Und die teilen ganz schön aus. So. Jetzt fahren wir erstmal weiter. Die Gegner hier hinten stören nicht, weil die immer wieder spawnen. Weil das ist ein öffentliches Gebiet. Und gehört noch nicht direkt zu der Mission. Tja, hierhin war er unterwegs. Aha. Ja, das Fahrzeug ist ziemlich krank. So, genug gespielt mit Gegner. Jetzt müssen wir, glaube ich, hier oben rein. Jawohl, eine Kiste. Aber keine goldene, das ist eine silberne. Eine stinknormale. Und wir haben einen besseren Helm gefunden. Na toll. Der so fast so ähnlich ist wie meiner. Anscheinend hat er hier ein Lager aufgeschlagen. Mal sehen, was er hinterlassen hat. Okay, schauen wir mal nach. Seine Notizen. Es geht darin um einen Ort namens Tempel von Krota. Ist gar nicht weit von hier. Klingt wie eine Todesfalle. Eine Todesfalle? Die Viecher sind eklig. Tot sind sie am besten. Na toll. Es zeigt er mir geradeaus und jetzt hier lang. Ich wollte schon sagen, ich fliege da runter. Die haben gute Bremsen. Ist hier kilometerweit untertunnelt. Wer weiß, was gerade unter unseren Füßen passiert. Ja, wer weiß, wer weiß. Tempel von Krota. Krota. Tja, ich glaube, wir haben den Tempel gefunden. Aha. Das Ding ist aber verschlossen. Und sogar versiegelt. Ein gefallener Hüter. Was?
Oh, da liegt jemand. Hallo. Na, guck dir den mal an. Nichts mehr übrig. Nicht einmal das Licht. Wo ist sein Geist? Ach du Scheiße. Ja, die Siegel werden gelöst. Und ich renn mal lieber gleich ganz weit weg. Wir haben die Schar geweckt. Sie darf uns nicht trennen. Fuck! Der war so kurz! Viel so kurz! Gut, hier hinten dürfte ich eigentlich gut die wegknallen. Ich mag die nicht, diese Renner. Diese Berserker-Kunden da auch nicht. Mit Judas die Kleinen sterben ziemlich schnell. Habe ich keine Probleme. Bloß die ganz Großen, die werden immer schwierig. Hund! Den habe ich gerade noch so gesehen. So, jetzt aber gut hier mit euch. Weg! Oh, wie viel kommen denn noch für die? Die sind mal wegfliegen. Hui! Oh, was Grünes. So. Mal sehen, wie lang die Mission geht. Eine Waffe zum Umtauschen. Da vorne. Aber natürlich wieder massig Gegner. Muss ja so sein. So, wo seid ihr Bastardi? Na. Ja, eine goldene Hellkekse. Diese Gegner mit goldenen Unterstück, also beim Leben, die sind eklig, richtig eklig. Am besten Rakete oder Scharfschütze oder so. Ah, dann fliegen sie mal so hässlich. Ja, natürlich, ich schieß vorbei. Ah, der ging eben auch vorbei. Ja, eben wollte sie ihr Schild aufladen. Bäm. So, das ist jetzt mein Tempel. Oh, das war ja nur Munition. Na gut, schauen wir mal, was hier ist. Ah, oh, ein toter Geist. Und Levelaufstieg. Jetzt können wir erstmal eine Runde tanzen. Aber ich kann noch ein paar seiner Erinnerungen lesen. Was sehr merkwürdig aussieht. Diese Höhlen reichen kilometerweit in die Tiefe.
Die Schar stellt hier eine Armee auf, um die Erde anzugreifen. Wir müssen sie stoppen. Die wollen uns angreifen, die Schweine. Aber das werden wir natürlich verhindern. Zwei Sachen. Toter Geist, der ist nur für die Stadt zum Abgeben. Glaube ich, so war das. Ein Upgrade haben wir auch. Können wir gleich mal gucken. Ne, das nehme ich nicht. Dann gebe ich das hier runter. Das mache ich nicht. Dann lasse ich lieber das obere. Das hier ist eigentlich auch blöd, was denn kommt. Das macht Erholung weg. Das sind obere... am besten. Obwohl, Rüstung ein bisschen mehr. Na gut, das untere könnte man nehmen. Das habe ich aber noch nicht. Na gut. Dann haben wir so einen Müll noch gefunden. Eine bessere Brust. Jetzt bin ich ein Blaumann. Mr. Blaumann. Beziehungsweise Blaufrau. Das ist ja weiblich, meine Figur. So, Kopf haben wir keinen gefunden. Auf der Erde haben wir eine... Was ist das? Nachricht. Und was zum Abgeben. Zeigt da mal an. Und wir haben zwei neue Missionen auf dem Mond. Für Level 7 und Level 8. Story. Das hier ist auch eine Mission. Ach so, das hier war frei erkunden den Mond. Und drei neue Missionen. Jetzt müssen wir mal gucken. Nehmen wir mal das. Das Weltengrab. Ja, machen wir das. Wir lassen es wieder auf normal. Weil ich ja umher gucken will noch so ein bisschen. Ja. Gucken wir uns das Weltengrab an. Das Gute ist, wir sind ja gleich in der Umlaufbahn vom Mond. Brauchen nur runterfliegen. Wenn die Schar die Erde angreifen will, müssen wir sie aufhalten. Sie hat eine Bibliothek im Inneren des Mondes. Das Weltengrab. Dort ist alles archiviert, was sie über die Erde weiß. Wir müssen da runter und stehlen, was wir können. Das Weltengrab befindet sich tief in ihrer Festung. Laut dem Geist, den wir gefunden haben, gibt es dort einen alten Ritter, der es beschützt. Ich kann uns hinführen, aber wir müssen ihn bekämpfen, um das Grab zu finden. So, was begibt dich in die Scharfestung? Naja, warum auch nicht, ne? Das ist ja wieder öffentliches Gebiet hier alles. Da können wir richtig schön durchdüsen. Und ich fahre natürlich überall gegen. Na, wer schießt denn hier auf mich? So. Fallen gelassen hat er nix. Der ist mir in die Arme gelaufen und gestorben. Dieser Depp. Ja, guck da um die Ecke. Ja. So, hier drinnen können auch manchmal Kisten sein. Aber natürlich bei mir nicht. Das gibt's ja nicht. Da müssen wir rein. Widerlich. Diese
Gegnerrasse, die erinnert mich immer so ein bisschen an die Flood. Och Mann, warum sind die golden? Das ist hässlich. Und dann haben sie immer so eine Krach-Bumm-Kanone. Gut, der erste ist tot. Gut, dass ich auf normal spiele. Da dürften die eigentlich kein Problem sein. So, jetzt müssen wir uns langsam ranschleichen. Die Schar hat den Mond völlig zerfressen und mit unzähligen Kammern und Katakomben gefüllt. Ach so. Das ist aber auch sehr widerlich hier drin. Dunkel. Und? Ich habe gedacht, es geht da weiter. So, ich glaube, hier war irgendwo eine goldene Kiste. Ich glaube, hier auf dem Wasser lang. Jawohl, hier ist die goldene Kiste. Das ist die erste auf dem Mond. Ich weiß gar nicht, wie weit wir rein müssen. Da unten ist eine ganze Mikropole. Massig Gegner. What? Ja, wieder so eine fetten Krüppel. Die mag ich nicht. Jetzt verstecken sie sich. Wie sie immer um die Ecken gucken. Diese Hexen, die sind so eklig. Wenn man höheres Level ist, sind die auch sehr, sehr schlimm. Egal welches Level. Die können einen ganz schön wegrotzen. Aua. Na komm mal her, wo bist du? Oh. Jawohl. Obwohl sie auch noch ein bisschen Schild hatte. Wir werden immer noch gegen... Ja. Wie soll man es zerfliegen? Oh, ich löse mich auf. Wo muss ich eigentlich hin hier? Sehr widerlich. Zeigt er erstmal mit dem Finger auf mich und dann ist er tot. Ah ja. Ja, ein Raumschiff hier drin. Was soll das denn? Ist total logisch. Weg mit... Ja, jetzt rennt er wieder zurück, der Inne. Oh, eine Hexe. Ich mag dich nicht. Und du magst mich wahrscheinlich auch nicht. Aber sie ist weg. Ah ja. Was soll das denn? Was war das? What the fuck? What? Heilige Scheiße. Was war das denn? Wollt ihr mich verarschen? Komische rosa Kugeln sind mir hinterher geflogen. Und die haben richtig Schaden gemacht. Das war ein komisches, drehendes Etwas. So, wie weit geht denn das hier noch? Der Ritter ist in der Nähe. Er ist mächtig und nicht alleine. Ah ja. Aber dieser Ritter hat den Schlüssel zum Grab. Wir müssen ihn töten. Ah, jetzt kommt diese Missionszone, wo ich mich nicht selber wiederbeleben kann.
Hier kommt natürlich auch wieder ein Raumschiff. Und er schießt auf mich. Aha. Kaum habe ich wieder einen Sniper, sehe ich wieder nichts. Naja, muss ich näher ran. Hab, ja. Die haben synchron durch, rumgeguckt. Wem muss ich denn hier überhaupt töten? Mein Gott, warum ballert das bitte auf mich? Ich bin doch nicht böse. Der hat irgendwas fallen lassen. Können wir da... Ah. Nur so ein blödes weißes Teil. Okay, hier ist unser Ziel. Das werde ich mal richtig schön wegsprengen. Oh, es lebt noch. Schade. Hey! Ich hab's geschafft. Das ist der Schlüssel zum Grab. Okay, ich weiß, wo wir hin müssen. Na, na, na. So, sind wir jetzt fertig? Es geht noch weiter. Scheiße, ich habe gedacht, wir sind fertig. What the fuck? Ich will hier nicht länger drin bleiben. Hier sind natürlich überall Gegner immer. Immer. Alles voll. Eine Rakete haben wir noch. Das sollte uns direkt zum Ballert hier. Zum Weltengrab, nicht zu unserem. Du weißt, was ich meine. Naja, nicht so genau. Ich weiß nicht, was du meinst. Okay. Das gefällt mir gar nicht hier. Überhaupt nicht. Das ist total widerlich. Okay, wir müssen hier lang. Yeah. Ah ja. Wie viele? Oh. Ich hasse euch. Die sind nicht gut, die Viecher. Okay, sind wir jetzt hier endlich mal richtig? Wenn die an hier rankommen, ist es totale Panik. Dann schreien die noch immer so hässlich. Jawohl. Meine Superattacke bereit. Wenn jetzt zu viele werden, kann ich einfach alle wegbomben. Nicht anfassen. Ah, hier sind wir richtig. Yuppie! Oh, da sind aber... nicht wenig. Jetzt habe ich sie aufgeschreckt. Na, na, na. Was soll denn dies? Ich hab doch... da. Ja, drei.
Jetzt dürfte nur noch einer sein. Nein. Zwei. Öffne das Weltengrab. Okay. Ich guck lieber nochmal. Wer weiß. Jawohl. Eine goldene Kiste. Schick, schick. Ja, der Hasen. Also, das Ding würde ich mir nie reinmachen. Wer es möchte, kann es machen, aber ich würde es nicht machen. Raketen kann man gut gebrauchen. So, dann schau dir das mal an, Mr. Geist. Okay, sobald ich eindringe, werden sie hinter uns her sein. Also Augen auf. Also Augen auf, okay. Ich bin hier oben. Okay, die Renner interessieren mich nicht. Ich muss auf die Schießkunden aufpassen. So. Wo seid ihr denn? Wollt ihr nicht mit mir spielen? Ja. Wie sie sich verstecken. Hey, der Typ ist da oben. Da kommen wir nicht ran. Also müssen wir uns verstecken. Jetzt bin ich runtergefallen. Wo sind die denn? Oh. Okay. Ach, ich mag euch nicht. Oh, zwei Salven daneben geschossen. So, die Hexe muss immer zuerst weg. Und dann die Ritter. So, hier mit mir. Wow. Was grün ist. Hier kommen auch noch so eine Sprengkaspers, Selbstmörder. Uch, total eklig, wenn da ganz viele von kommen. Hier wird nie geschrien. Hier ist absolutes Schreiverbot. Ne? Oh, der will mich verarschen. Der will, dass ich meine Munition vergeude. Na? Ist er nicht fertig? Das ging ja noch. So schwer war es nicht. Ich habe alles. Die Schar hat gesehen, wie die Dunkelheit tausende von Welten verschlungen hat. Und sie verstreut ihre Saat schon seit Jahrhunderten auf der Erde, während sie auf die Rückkehr ihrer Götter wartet. Ich warne die Stadt. Verschwinden wir. Ja, wir verschwinden. Ich setze mich hier hin. So. Jetzt warte ich auf meinen Tod. So, das war die zweite Mission auf dem Mond. Ein Gegenstand nur, na toll. Da können wir gleich mal gucken, ob die besser waren. Nee. Ein Tick schlechter. Aber bessere Hände. Oh, hier was zum Umtauschen. Auch zum Umtauschen. Das nehme ich mal nicht. So. Da ist dieses komische Hasending. Das ist total komisch, das nehme ich nicht.
Das mag ich auch nicht. So. Gucken wir mal, welche wir am nächsten Part machen würden. Das wäre auf jeden Fall... Die wäre das. Das Schwert von Grota. Und das machen wir am nächsten Part. Ist dann die dritte Mission, soweit ich weiß. Ja, Leute. Das mache ich im nächsten Part. Dann haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.